Anmann der Vertriebs GmbH in Neffels. Hallo. So, wir machen schon wieder ein neues Projekt mit Modern Masters. Wir haben schon wieder so einen alten Tisch. Und der Vito hat gesagt, er will uns überraschen. Mit folgenden Sachen. Mit vier Farben Metallic Textur. Vier verschiedene Farben Metallic Textur, die er mit Spachteltechnik auftragen will. Und nachher tun wir nochmal einen Topcoat drauf, wie es eine Arbeitsplatte ist, die wir schon mal besprochen haben beim letzten Videofilm. Also, das haben wir jetzt schon gereinigt, die alte Tischplatte. Jetzt tut er sie mit Schleifpapier, 240er, gleichmässig matt schleifen, schön anschleifen. Dann zweimal grundieren mit unserem Metallic Primer. Trocknungszeit in etwa, je nach Temperatur, 3 Stunden. Dann aushärten lassen. Dann tun wir ihn abdecken. Und wenn wir so weit sind, tun wir uns wieder melden. Ich freue mich, bis nachher. So, da sind wir wieder. Die Grundierung ist trocken. Dann haben wir sie abdeckt. Dass wir den Tisch jetzt weitermachen können. Jetzt nehmen wir dann die vier Farben. Metallic Textur. Jetzt ist es so, zuerst nimmt er einmal eine Farbe und tut minimal auftragen, dass wir so eine Basis bekommen vom Textur. Das heisst, nicht gerade von Anfang an massiv auftragen, sondern einfach einmal ganz wenig auftragen, einen kleinen Schimmer geben, dann tun wir es eine Viertelstunde, eine halbe Stunde anziehen lassen und dann fahren wir weiter. Dass die Grundierung schon mal gefüllt ist, dass wir nachher ein schönes Bild bekommen. Also er spacht jetzt das alles ab, lässt es trocknen ein bisschen. Jetzt nimmt er dann sofort die zweite Farbe, wie er etwa weiss, was er am Schluss für eine Struktur haben will. Also wie er die Farbe vom Textur will mischen. Tut er jetzt das Ganze ganz fein, ich fahre jetzt da mal näher ran, ganz fein abziehen. Das macht er jetzt einmal, Vito. Und dann, wenn er das fertig hat und angetrocknet hat, dann können wir wieder zurück. Bis nachher. So, da sind wir wieder. Jetzt hat er da einmal ein bisschen aufgetragen, unser Vito. Wir haben es kurzzeitig stehen lassen, es ist schön trocken. Jetzt nimmt er den Modern Master Spachtel. Ich muss schnell anzeigen. Dort auftragen, einfach Textur, jawohl. Dann geht er an und dreht es auf und zieht es wieder ab. Das heisst, er nimmt zum Auftragen nimmt er einen Winkel und zum Abziehen einen anderen Winkel von der Spachtelkelle. So wird das Ganze so auftragen und nachher nimmt er die nächste Farbe und lässt die ineinander einfliessen. Und macht gleichzeitig auch schon ein Muster drin. Das heisst, dass wir nachher, wenn wir die nächste Farbe drauf tun, schon ein wirres Muster gibt. Ja, so. Ich würde sagen, dann lassen wir den Vito mal arbeiten. Und dann, wenn er am Schluss fertig ist mit dem, dann kommen wir wieder. Und dann können wir schauen, wie es aussieht. Bis nachher. So, da sind wir wieder. Der Vito hat jetzt alles aufgespachtelt. Sieht jetzt so aus. Jetzt lassen wir das über Nacht trocknen. Und dann tut man mit dem weißen, mit dem Snowflake-Textur die restliche tiefe Wirkung rausholen. Wie gesagt, jetzt lassen wir das gut trocknen. Und dann spachteln wir es nachher ab und dann sehen wir uns wieder. Okay, bis nachher. So, da sind wir wieder. Vito hat jetzt alles aufgetragen. Wir machen das mal ein bisschen mit weniger Muster. Wir haben ja ein Video mit der Tischplatte, die extrem Muster hat. Das mal machen wir es ein bisschen feiner, respektive dezenter. Jetzt geht er mit dem Textur Snowflake drauf. Er tut das hier auf den Spachtel, schauen wir schnell, das ist hier auf dem Spachtel. Und jetzt dreht er das auf mit einem spitzen Winkel und nachher mit einem flachen Winkel zieht das ab. Also er dreht es jetzt auf und nachher zieht es dann wieder ab. Das heisst, dass man nachher die ganzen Erhebungen, die kommen dann führen mit dem Dünkleren.
und das Weiss geht, also Snowflake, geht dann ins Tal runter. So kommen wir die Struktur über und das mal ist wirklich ganz eine feine, dezente Struktur, wie wir eben vorhin, wie schon gesagt, ein Video gemacht haben mit einer extremen Struktur, die dann extrem wolkig ausgesehen hat. Da machen wir wirklich eine feine Sache, also wirklich angenehm, dass es nicht so wirr ist. Ja. So, schauen wir da ein bisschen näher anzoomen, wie es aussieht. Seht ihr, es gibt ganz eine feine Struktur. Wie wolkig, wie ein kleiner Sandfilm über die Platte rein. So, das Ganze abspachteln. Seht ihr, sieht super schön aus. So, das nachher abspachteln. Dann lassen wir es trocknen. Und dann wäre er an und für sich fertig. Aber da das eine Tischplatte ist und mechanisch beansprucht wird, wie man immer darauf schafft, ist so ein Vorteil, wenn wir ihn nachher noch versiegeln tun. Es gibt auch einen schönen Seitenglanz und eine richtige Haptik und eine tiefe Wirkung noch. Das zeigen wir euch dann noch. Wir lassen jetzt den Vito den Rest machen. Dann lassen wir es trocknen. Und bevor wir die Versiegelung machen, sehen wir uns gerade wieder. Ich freue mich, bis nachher. So, da sind wir wieder. Fertig, das Pult ist erledigt. Der Vito hat sich wie immer selbst übertroffen. Auf mal rum. Zoomen wir mal an. Sehr schön. Dezent. Sehr schön. Beruhigende Farbe, vor allem für einen Bürotisch ist das wahrscheinlich gut. Die Kanten haben wir goldig gemacht und haben das Ganze noch mit Topcoat versiegelt, dass es mechanisch beanspruchbarer wird. Noch mal kurz zum Vorgehen. Wir haben die alte Tischplatte genommen, gereinigt mit einem 42 Grad geschliffen. Dann haben wir zweimal Metallic Prime drauf da, trocknen lassen, das Ganze abdeckt. Dann mit der Textur die vier Farben mit dem Spachtel auftragt, trocknen lassen. Kante mit Metallic Paint, schön gestrichen, trocknen lassen. Und dann das Gesamte mit dem Metallic Topcoat überstrichen. Das ist das Ergebnis. Sehr schön. Jetzt nehmen wir das nachher ins Büro vom Vito. Wie diese Seite haben wir nicht gemacht. Das sieht man ja, die Stirnseite, die sieht man ja dann nicht. Jetzt nehmen wir es nachher schnell im Vito ins Büro. Da haben wir ja zwei Pulte. Und dann zeigen wir euch, wie das aussieht, wenn wir beide Pulte zusammen haben. Okay? Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. Wir haben den Tisch montiert. Das ist ein Vito sein Büro, die Vitonische Burg. Gehen wir rein. Das ist die Tischplatte, die wir jetzt gerade bei diesem Video zeigen. Und da ist die Tischplatte vom letzten Video. Die sieht so aus. Also mit relativ wenig Aufwand können wir zwei Tischplatten machen. Haben wir gemacht. Als Unikat. Nächstens zeigen wir euch mal unser Modern Masters Haus, was wir alle schon an Modern Masters gemacht haben, wie wir das, was wir machen, gerade für uns brauchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video allgemein. Für Fragen, Anregungen www.anwander.ch. Für E-Mail verkauf@anwandervertrieb.ch. Wir würden uns freuen auf euer Feedback. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Tschüss!